Vision Gold wird Ihnen präsentiert vom weltweiten Partner der Olympischen und Paralympischen Spiele. Toyota. Nicht alle kehren mit diesen Glücksgefühlen aus Tokio zurück. Kurz vor den Spielen hatten wir den Marathonläufer Amanal Petros in Wattenscheid getroffen. In Eritrea geboren und in Äthiopien aufgewachsen, flüchtet Petros im Alter von 16 Jahren nach Deutschland, findet in Nordrhein-Westfalen eine neue Heimat. Mitte 2015 erhält er die deutsche Staatsbürgerschaft, darf seitdem auch international unter der schwarz-rot-goldenen Flagge starten. Nach tollen Zeiten und Erfolgen über die 5000 und 10.000 Meter Distanzen versucht er es im letzten Jahr spontan auch mal auf der Marathonstrecke und läuft bereits im zweiten Rennen deutschen Rekord. Sein großes Talent reicht in Tokio, oder besser gesagt in Sapporo, denn dort finden die Olympischen Marathonrennen statt, noch nicht für eine vordere Platzierung. Er wird bei früh auch schon sehr schwülen Bedingungen 30. Aber er bleibt ein Versprechen für die Zukunft. Ist ja gerade mal 26 Jahre alt. Vision Gold wurde Ihnen präsentiert vom weltweiten Partner der Olympischen und Paralympischen Spiele. Toyota.